Heyo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Borderlands Prequel. Falls ihr euch wundert, warum wir hier sind und nicht da, wo wir die Folge zuletzt beendet haben, das liegt einfach an dem Grund, wir kommen nicht in Untergrund 13 rein. Also zumindest wissen wir nicht wie. Deswegen machen wir einfach die Quests weiter und leveln ein bisschen. Bis wir irgendwann mal eine Lösung gefunden haben, wie wir in Untergrund 13 reinkommen. Kommen wir bestimmt über die Quest. Was da wohl alles für ein Zeug reingepumpt wird. Als Kind dachte ich, dass man davon Albträume bekommt. Also habe ich immer die Luft angehalten. Okay, das funktioniert nicht. Locker bleiben, Springs. Oh, wie schön ist das, gegen Feinde zu kämpfen, die 14 Meter unfein sind. Ja, ist es. Ach, was, wenn Scheiße. Die einfach in die Luft fliegen? Guck mal, wo wir hin müssen. What the fuck? Ach du Elend. Deswegen hieß es ja auch, wir sollen uns die Dings nehmen hier, die Gleiter. Ja. Also bräuchten wir erstmal eine Fahrstation in der Nähe. Ja, deswegen laufe ich. Zwar in die richtige Richtung. Nur. Ja, doch, kann man so das richtige Richtung zeigen. Der Sauerstoff wird langsam knapp. Verdammt, der ist ja rübergekommen. Ich hänge fest. Leck mich am Arsch! Ich finde schon irgendwie Sauerstoff noch. Da vorne. Ich kriege ihn. So, jetzt kann ich. Dieser Ort ist mir nicht geheuer. Sogar die Felsen sehen aus, als ob sie einen abstechen wollen. Locker bleiben, habe ich gesagt. Was ist denn nur los heute? Das gilt mir, nicht dir. Ich bin gleich da. Wow, ein völlig unbekannter Ort. Megan! Und da fliegen sie! Wir haben Luftunterstützung von Wilhelm! Super, Jungs! Hey, Kammerjäger! Die Beute gehört uns! Los, Leute! Was habe ich dir über die Rüssel erzählt? Weiß ich nicht. Habe ich nicht zugehört. Ich auch nicht. Du bist aus dem richtigen Holz geschnitzt! Oh fuck, die Luft wird ja knapp. Da vorne gibt's Luft. Schnell! Das Signal kommt aus den Überresten von diesem Ding da oben. Welchen Ding? Gibt es doch irgendwas Lebendes? Ein bisschen hoch, verdammt. Wer ist hier? Also, sag mal, verfolgst du mich mal nicht, Freundchen? Dann hier. Vorsicht, Sauerstoffvorrat bei 50%. Ist mir relativ. Ich one-hitte die Viecher mit einem Schlag. Ja, was erwartest du? Jetzt sind keine Gegner mehr. Es fühlt sich gut an. Wow, eigenwillige Oberlichtgestaltung, was? Die kriegen ihre Kaution garantiert nicht zurück. Sei leise. Mach nicht so viel Krach. Du hast mein Signal bekommen, hä? Gut, eine Meute Scavs hat mich bis hierhin verfolgt. Angeführt von einem Schrauber namens Boomer.
Die wollen meinen Kopf, weil ich ihnen ihr Diebesgut geklaut habe. Ich habe mich hier verschanzt, um zu kämpfen. Aber es sind zu viele, um... Wartest du auf mich? Sie kommen. Ja? Geh runter und hilf mir, sie abzuwehren. Ich lege so viele... Müssen sie wahrscheinlich eh gleich wieder runter. Ja, komm nur her, Boomer. Oder? Ne? Nur die Seifen überleben. Ja. Einfach weggeklatscht. Gestohlene Daten. Was passiert denn der da? Badass Scat. Ey, ich kann nicht in das Buch gesetzt haben. Mach gut. Tot. Jetzt nur, du Gollum. Such dir mal jemanden in deiner Größe. Hast du dich denn da so schnell angefreundet? Amelia heiße ich, abenteuerreißig. Steht auf meiner neuen Visitenkarte. Zu affektiert? Mir gefällt's. Aber ich weiß auch nicht, was affektiert bedeutet. Janie Springs mein Name. Glaubst du, dass du diese Schießerei überlebst? Ich hoffe es. Andernfalls habe ich 300 Visitenkarten für nichts und wieder nichts drucken lassen. Schick mir eine digitale Version über Echonet, weil... Ach, tun wir einfach so, als hätte ich einen Kunstbruch gebracht. Bekomme ich deine Nummer? Na schön, Janie Springs. Hier hast du sie. Geh weg. Weg. Hey. Die Drohnen! Der Wolf zeigt seine Zähne! Halt endlich dein blödes Mann! Sieh an! Die Kleine hat sich ein Kammerjäger geangelt! Glaubst du, dass dein Schoßhündchen dich retten wird, Prinzessin? Schoßhündchen? Du hast mich bestohlen und darauf steht die Höchststrafe! Einen Dieb kann man nicht bestehlen, Boomer! Hol es dir zurück, wenn du dich traust! Bin mich beleidigt. Da was mit einem Piloten an. War da was? So. Na komm. Okay, mein SMG ist alle. Laser-E-Brutzel. Schön knusprig mag ich sie. Du hast dir deine Belohnung verdient. Komm wieder hoch, ihr fällt mir. Wir waren nicht mal unten. Teilen wir so. Uns die Beute? Hast mir schließlich geholfen. Willst du killen oder willst du nicht gekillt werden? Du hast die Wahl. Ist beides scheiße. Schild oder MG? Danke nochmal. Ich verzieh mich lieber, bevor noch mehr Scavs auftauchen. Du gehst diesmal leer aus. Was soll das denn heißen? Mit beides ist das halt scheiße, ne? Ich habe Emilias Nummer. Ich gehe grundsätzlich nie leer aus. Wow. Welch ein Glückspilz. Haben wir hier eigentlich in dem Gebiet noch irgendwelche Missionen? Ich sortiere mal wieder. Wie heißt denn das Gebiet? Nö. Wir befinden uns in Ortlands Spur. Ne, wir haben einen Haufen. Ne, das ist der Schwierigkeitsgrad. Alle Regionen. Outlands Canyon, Outlands Spur hier. Nichts ist umsonst. Toyota. Keine Ahnung, wieso ich jetzt drauf komme. Wir haben halt nicht so viele Sachen, die wir jetzt noch machen können, die halt sonderlich viel EP geben. Deswegen sag ich, nehmen wir das Beste, was wir jetzt noch haben. Was gerade vielleicht hier in der Land ist, dass wir nicht ständig die Karte wechseln müssen. Und auf geht's. Ich sag mal so, danach werden wir vermutlich dann doch eher so auf Level 25 sein und dann können wir ruhig riskieren, da reinzugehen. Ja, bleibt uns ja schon andere übrig. Weil ich das alles noch im Kopf habe, ist sowieso so, dass wir dort
auch ein Easter Egg Level entdecken können. Und dass die Gegner generell sehr viele Erfahrungen geben. Sag mal so, ich hoffe, es ist nicht wieder ein Minecraft Level. Damit hast du ja nicht gerade allzu gute Erfahrung. Ja, aber es ist. Scheiße, Es ist besser, zumindest besser versteckt. Und auch generell besser als Minecraft Level. So. Hallo. So lässt es sich. Fuck! Nein, mir ist das überhaupt nicht drauf passiert. So die letzten paar Meter und klappst erstmal vorher ab. So, Luft tanken. Luft? Hallo? Alter. Du rennst hier einfach ohne Scheiß drauf drauf los. Wenn der Luft alle geht, wa? Ja. Du bist mir ein Spaßvogel. Meine Mission ist erstmal wieder fett am Ende der Karte. Da geben die Dinger viele Erfahrungspunkte oder was? So viele Erfahrungspunkte habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Welche Erfahrungspunkte? Ich sag ja, die geben so viele, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Wie die Dinger nicht abgeschaltet? Ja. ETF. Ja, ist weg. Du verdienst deinen Zeug. Du bist aus dem richtigen Holz geschnitten. Ah, farbenfrohe Einheimische. Lass dich nicht von ihnen einschüchtern. Vorwärts. Sauberes Kämpferhandwerk. Ausgezeichnet. Ich würde von dieser Hydraulikpumpe wegbleiben, wenn ich du wäre. Ohne den Frostwinkel könnte sie ein klitzekleines bisschen... Oh nein, viel zu kleines bisschen. Nun egal, klopfe den Stoff ab und mach weiter. Jetzt brauche ich einen Flugdatenrekorder. Meine Quellen sagen, der alte Rekorder der Drakensberg befindet sich in den Händen eines einfältigen Schrottsammlers namens Tony Slows. Ich habe die Sammelposition auf dein Echo-Gerät geschickt. Du solltest ihn stibitzen können, während er dir seine lächerliche Sammlung von wertlosem Müll zeigt. Oh, die fetzte Typ. Prahlt schon seit Wochen in der Foren des Echo-Netz, dass er die Blackbox der Drakensberg hat. Er ist zwar ein dämlicher Kerl, aber es scheint, als habe er sie tatsächlich. Aha. Das sollten wir mal überprüfen dann. Jetzt, wo ist ein Jetpack? Ich will auch ein Jetpack. Ah, das wäre doch mal ein neues Fortbewegungsmittel in Borderlands 3, was? Statt irgendwelche Autos, das ist ein fette Jetpack. Ja. Ich bin, frag mir ja sowieso, wie sie das machen wollen. Mit der Story, was sie da denn wohl wieder einbauen? Ich sag ja nur Ende von Borderlands 2, ne? Also, Möglichkeit wäre natürlich, dass man dann zu anderen Planeten reist. Ja. Beziehungsweise reisen kann. Oh, hey, ich bin super toll. Was sagt man dazu? Ja, Jack, wir wissen, dass du super toll bist. Ich weiß. Ich bin der Geilste. Woohoo. Zu meinem Sprung die Richtung wechseln. Ich finde das so geil. Wir können es halt einfach.
Aha. Er will mich zweimal killen. Naja, das würde ich mal sehen, wie. Geronimo. Nicht die Ausstellungsstücke berühren. Berühren. Ah, ein Besucher will meine berühmte Sammlung rarer Raumschiffteile besichtigen. Eine kleine Spende bitte, dann geht's los. Kannst du Spende in die Schäler. Welch freudige Überraschung. Beginnen wir die große Führung. Ach, und lassen Sie Ihre Griffel von den Ausstellungsstücken. Sonst gibt's mächtig Ärger und das wird richtig übel. Dies hier ist das Startsystem für Rettungskapseln aus dem Raumschiff Gigantik. Sie wurde auf ihrem Jungfernflug zerstört, nach der Kollision mit einem Kometen. Alle 11.000 Menschen an Bord starben beim Start der Rettungskapseln, als sie alle ineinander krachten. Nice. Hätte ich zu gerne gesehen. Was soll das sein? Das sieht aus wie ein Vogelkäfig, richtig? Falsch. Das ist der Energiekernregler des Solarschiffes Crusade, das im Raumdock explodierte, als jemand ihn ausbaute, um ihn abzustauben. Man versuchte ihn dann wieder einzubauen, aber die Crusade war bereits, nun ja, explodiert. Ah ja. Komm, zeig uns dein Schmuckstück. Die Führung geht hier weiter, wenn Sie mir folgen möchten. Wow. Mein bestes Stück ist dieser Flugdatenrekorder von der Drakensberg. Sie hat während des großen Berstens einen schweren Triebwerksschaden erlitten und stürzte nicht weit von hier ab. Ich musste etliche Konkurrenten ausschalten, um da ranzukommen. Wenn's sein muss, krempel ich die Ärmel hoch. Oh Gott, tatsächlich, das ist der Datenrekorder. Nimm ihn, los, nimm ihn dir. Ich berühr's. Hey, nichts anfassen. Sie sind sonst gar nicht was wegen der Führung da, oder? Verdammter Gauner. Was? Dieser Haufen Scheiße? Jetzt bin ich aber... Die Excelsior braucht ein Gyroskop für mehr Stabilität. Ich aktualisiere sofort dein Echo. Die undankbaren Einwohner werden nicht begeistert sein, wenn du es dir schnappst. Aber die lassen sicher mit sich reden. Ja, genau. So einer robusten Gegenwehr von Tony hatte ich nicht gerechnet. Aber der Fortschritt fordert Opfer von uns allen. Bam. You can drink. Outlands Canyon. Warum gibt es hier keine Fahrzeugstation? Das ist übrigens eine Nebenquest, aber halt jetzt keinen Bock anzunehmen. Warte. Ich guck mal, wie viele EP die bringt. Ja, gut, ist ein Argument. 4500 Anfang. Ich habe Schauergeschichten über das 13. Geschoss in der alten Dahlfabrik gehört. Aber das hat mich nicht daran gehindert, meinen Kumpel Harry da reinzuschicken, um ihn in Raumkrümmungsinventar zu besorgen. Aber erst die andere, erst machen wir die andere zu Ende. Genau. Er ist ein helles Kerlchen, aber knarren nicht. War das nochmal? Warte. Das war Outlands Canyon. Müsste das jetzt sein? Lieferung. Also geh rein in die alte Dahlfabrik. Nee. Gyroskop hier, nichts ist umsonst. Aber so haben wir die Mission jetzt endlich mal. Yay. Hättest du nicht gesagt, da gibt's die Mission, hätten wir vermutlich schon noch 10 Jahre lang gesucht. Ja, dann sagen wir es so, wenn gelbe Ausrufezeichen auf der Karte erscheinen, die erspähe ich sofort. Wir könnten natürlich jetzt auch hier diese Schnellreisefunktion nutzen. Ne? Ja, nehmen wir auch. Wären beinahe dran vorbeigelaufen. Ja, ich habe auch gerade so auf die Karte gekickt, denke mir so, warte mal, da ist ein Punkt. Was war denn das? Ach ja, die Schnellreisestation. Woohoo. Ach ja, das gibt's ja auch noch. Ich bin schon gar nicht mehr dran gewöhnt durch das ganze Lofe. Bäh.
Oh, 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 Party. Yeah. Tag, mein Freund. Ich hab hier ein Mundsummi für dich. Erinnert mich an meine erste Fahrstunde. Meins ist pink. Meins ist weiß. Ist mal wieder an die Steuerung gewöhnt. Juhu! Darf ich mal wieder ein bisschen schneller unterwegs. Was ist? Irgendwo ist eine Nebenmission. Wo waren die? Da ganz hinten, da schaffen wir jetzt auf. Ja. Boah, die ist ja wirklich am Arsch der Welt. Jeha! Du näherst dich dem Gyroskop. Mach dieses Kevmod. Ich reiß dir die Gedärme raus und lass den kleinen Nappikins sein Zimmer damit dekorieren. Nochmal! Das war ich! Gewunden. Ja, ich höre. Das Universum wird vor Begeisterung erbeben, sobald die Excelsior in den Himmel steigt und alle meine Musik lauschen. Ja. Jeder ist ein Musiker. Ausgezeichnet. Wir haben es fast geschafft. Komm zu mir ins Labor, dann siehst du ein Genie bei der Arbeit. Es könnte aber wieder ein bisschen Ärger mit den Nachbarn geben. Ein bisschen. So. Ach du Elend. Ja! Jawohl! Gut. Oh, der wird knapp. Daddy macht Schlummerschlaf wie Bubu. Kann man hier hoch? Haben die das gerade echt gesagt? Ja. Oh. Nein! Das ist eine Säule. Aber wahrscheinlich ist er drin, oder? Oh, passt doch perfekt. Ach, das war jetzt scheiß Ding. Na, wo ist denn der Pisser schon wieder? Nicht vergessen, immer drauf schießen. Tja, warum sind die hier 25? Frag mich nicht. Jo. Zum Start. Eine Aufgabe bleibt aber noch. Shuburats flattern gefährlich nah an meine Rakete rum. Wir dürfen keine Kollision riskieren. Hol sie vom Himmel. Na dann, Feuer frei. Ich ziehe Ärger förmlich an. Setze meine Leitwesen. Weiter so! Bringen wir es hinter uns! Genau. Oh. Darksider! Ich komme zu dir! Zuschauergalerie und erlebe, wie mein monumentales Werk musikalische Ekstase entfesselt.
Okay. Das Ding wird burnen. Start. Yay. Die Flugbahn sieht gut aus. Und lass die Musik erschallen. Und warte auf den Thriller. Was? Nein, was passiert da? Peters, Boo und Ryan kommen zu euch. Beide Decks geladen und scharf. Unser Mesh ist euer Mesh. Über Pirate Radio direkt zum Elpis Massiv. Nein, nein, das ist unmöglich. Meine Musik darf nicht sterben. Ich werde das Signal verstärken, auch wenn mich das in beträchtliche körperliche Gefahr bringt. Energie! DJs Boom und Ray, wir kriegen euch jedes Mal hier etwas für alle da draußen zu repräsentieren. Meint irgendwie abschalten? Sure. Ja. Nicht abschalten. Yes. Ah. Auf zu unserem Kurs 13. Willst du das jetzt echt noch in diese Folge hier packen? Und halt noch eine. Okay, gut. Freunde, wir beenden diese Folge hier. Wir sehen uns das nächste Mal wieder in Untergeschoss 13. Bis dahin, gehabt euch wohl und ciao.